Ja, danke André. Auch von mir herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SC Hessen Dreieich gegen Teutonia Watzenborn-Steinberg. Endstand ist 1:2 gewesen und wir gehen direkt in die Analyse. Daniel, dein Statement bitte. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich glaube, dass wir ein sehr intensives Spiel gesehen haben. Ich glaube, dass wir auch ein Spiel auf wirklich gutem Niveau gesehen haben. In der ersten Halbzeit ist, glaube ich, nicht viel passiert auf beiden Seiten. Dreieich ist definitiv besser ins Spiel gekommen. Da hatten wir ein bisschen Probleme, gerade was das Anlaufen anging. Haben dann nach einer guten Viertelstunde dann ein bisschen umgestellt. Hat dann etwas besser geklappt. Hatten dann in einer Aktion auch, glaube ich, relativ früh ein bisschen Glück gehabt, dass wir dann noch den Fuß dazwischen bekommen nach einer Hereingabe von rechts. Und dann ist nicht so viel passiert. Ich glaube, mit Pausenpfiff hatten wir dann nochmal eine gute Schussgelegenheit, relativ zentral vom Tor durch Amacaybu. Und so gehen wir dann erstmal mit einem 0-0 hier in Dreieich in die Kabine, was auf jeden Fall gut war für uns. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir es dann einen Tick besser gemacht und waren dann nach vorne hin auch ein bisschen zwingender. Und haben uns dann wirklich Chancen erarbeitet und auch herausgespielt. Ich glaube, dass wir vor dem 1-0 schon eine ganz gute Torchance hatten nach Szymanski, seinem Kopfball, den der Torwart überragend hält. Und dann leider beim Nachschuss nicht da sind. Und danach, glaube ich, sind wir schon verdient in Führung gegangen. Und haben dann auch zum Glück im richtigen Moment das 2-0 gemacht, als Dreieich da doch schon auch eine gute Druckphase hatte. Und wir dann auch immer wieder gefährlich nach vorne gespielt haben. Und mit dem 2-0 sollte es eigentlich die nötige Sicherheit geben und kriegen dann halt leider kurz vor Schluss das Gegentor. Und dann musst du immer wieder zittern, dass dann mal irgendwie wieder ein Ding durchrutscht bei einem Einwurf, bei einem Eckball oder ein abgefälschter Schuss. Alles miterlebt in den letzten Wochen. Ist dann so ein bisschen ärgerlich. Aber insgesamt denke ich, aufgrund der zweiten Halbzeit war es nicht so ein unverdienter Sieg. Vielen Dank. Danke, Daniel. Rudi, dein Statement bitte. Ja, ich sehe das ähnlich. Es war ein sehr intensives Spiel, auch was die Taktik betraf. Also beide Mannschaften waren gerade auch in der ersten Halbzeit sehr diszipliniert. Haben versucht, auch immer wieder Überzahl zu schaffen, gerade über die Außenpositionen. Wobei Watzenborn vorne mit den zwei Langen schon zwei gute, gefährliche Stürmer hat, die also immer für Gefahr gesorgt haben. Aber ich denke, wir waren auch gerade in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel. Wir waren ein bisschen pomadisch, weil wir waren zwei, dreimal ganz gut in einer sehr guten Situation, gerade über die Außenbahn. Marc Schnier zum Beispiel, der hätte den ersten Ball rein spielen müssen, weil der Tino blank stand in der ersten Halbzeit und hat das auch so ein bisschen vertändelt. Das ist immer noch nicht, wo wir da so ganz entschlossen sind. Da fand ich heute Watzenborn von der Situation her viel, viel entschlossener, auch was die Möglichkeiten dann immer wieder betraf, auf unser Tor zu spielen. In der zweiten Halbzeit war mir dann, denke ich, auch klar, wer in diesem Match dann das erste Tor schießt, der wird das Ding auch ziehen. Wobei vor dem Elfmeter das ein ganz klares Handspiel war für mich. Aber das sieht man eben dann, dass man immer weiterspielen muss. Wir haben da in der Situation abgeschaltet. Der Stürmer hat das super gemacht, hat sich unten den Ball wieder abgeklemmt und wollte das Ding entscheiden und hat auch die Situation bekommen, auch zu Recht. Da sind wir ja so noch ein bisschen bubenhaft, da sind wir noch nicht so abgezockt. Das ist das, was ich eigentlich bei meinen Jungs bemängeln. Wir haben dann das zweite kassiert, war ein ganz klarer Fehler von den Abwehrspielern hinten und haben versucht, dann noch weiter aufzumachen und sind zwar rangekommen. Die letzte Situation hat Carlos, wo dann in der Mitte wirklich keiner mehr war. Ein Torhüter schon ausgespielt und wo dann einfach die Situation dann, da muss noch mal einer da sein. Wenn du das möchtest, wenn du das erzwingen möchtest, sind das so Situationen, wo du dann im Prinzip dann auch einen Punkt mitnimmst. Aber ich muss sagen, Watzenborn hat uns in jeglicher Situation gefordert, war abgezockt, war abgeklärt. Die wussten vorher schon, wenn der Ball kam, wo der nächste war. Also das ist schon eine gute Mannschaft, was wir zu spielen hatten heute. Und haben dann letztendlich auch nicht unverdient dann im Prinzip auch gewonnen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Rudi. Gibt es Fragen von Seiten der Medienvertreter?
stelle fest, keine Fragen. Dann bedanken wir uns bei 560 Zuschauern. Für uns geht es jetzt weiter am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Frankfurt. Und danach sehen wir uns wieder zum Heimspiel am Freitag, den 10.11. zu Hause, wie gesagt, gegen den VfB Ginsheim. Dann wünschen wir Ihnen allen eine gute Heimreise. Nochmal herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste und ja, kommen Sie gut nach Hause.